So, liebe Zuschauer in ganz Südbaden, macht eine Meldung heute die Runde mit dem Pü-Café und mit der Firma Mercedes-Benz Schmolk. Es ist eine sensationelle Erfindung, die Bernhard Schmolk, einer der beiden Geschäftsführer, mitkreiert hat. Und mit Kaffeesatz kann man jetzt den Tank auffüllen und bringt eine riesige Leistung. Ist das so richtig? Das ist das absolute Nonplusultra, was wir jetzt geschaffen haben. Jeder weiß, der eine Tasse Kaffee trinkt, was ist der Energie dran? Wir haben daraus, aus dem ganzen Kaffeesatz, die Idee gewonnen, einen Plug-in-Hybrid zu machen. Wo ist der Vorteil davon? Wir können mit einem Kilo Kaffee 500 Kilometer weit fahren. Das ist eine ganz einfache Sache. Man braucht nämlich den Kaffeesatz und diese Kaffeetasse und kann es eigentlich normal Rad einfüllen. Man braucht vielleicht einen Trichter, wo es ein bisschen schön reinläuft. Es gibt ja, glaube ich, Schimli, haben wir ja Schimli, obwohl mit Schimli schafft man 500 Kilometer, es gibt auch andere Dosierungen, ich glaube die rote Dosierung, haben wir 750, ist auch in der Schweiz dann zulässig zu fahren. Der Schweizer Schimli-Kaffee, der ist also richtig, der richtig gute. Natürlich gibt es noch einen Espresso, der dann unter Umständen ein bisschen mehr Energie hat, aber nicht ganz so lang läuft. Da muss man es halt noch ein bisschen ausprobieren. Wir haben jetzt das Patent, ab heute ist das dann richtig machbar. Mhm. Die ersten Modelle stehen da, also Sie können jederzeit zum Probefahrer kommen, ist eine tolle Sache. Und als Zugabe, habe ich jetzt gesehen, gibt es vom Südbadens Doppelpass, wir haben hier aus der Schweiz einen ganzen rüber transpiriert, man schön ganz einfach den Kaffee, ich glaube es sind 50 Kilo nochmal solche, sind 70 Kilo. 70 Kilo, also wir können dies nochmal auch unter den ersten 70 Besuchen, können wir das mal verlosen, gratis. Und ich denke mal, kommen Sie vorbei, ich denke von 10 bis 14 Uhr ist die ideale Termin heute bei der Firma Schmolk, sind auch persönlich vor Ort, wo Sie Sachen auch nochmal erklären. Und jeder bekommt dann auch nochmal so einen Trichter, wo das schön reinläuft. Genau, jetzt haben wir natürlich noch unser 70-jähriges Jubiläum. Da haben wir auch einen Jubiläumspreis für 770 Euro, brauchen wir den ein. Mhm. Und natürlich dank dem guten Zusammenspiel mit Doppelpass, Südbadens Doppelpass, können wir dann noch diese 70 Kilo Kaffee als Zusatz liefern. Und Baden FM, die ja als erstes diese Meldung herausgebracht haben, haben sich auch ein bisschen mitbeteiligt. Da kann man auch noch ein bisschen was gewinnen, glaube ich, oder? Da kann man noch einiges gewinnen. Und das ist natürlich jetzt, wer zuerst da ist, malt zuerst. Im Prinzip kann man sagen, malt zuerst mit dem Kaffee. So, das wäre es ja gewesen aus dem Autohaus Schmolk von dieser tollen Erfindung. Bernhard Schmolk hat das Patent drauf. Ich denke, er wird sich das teilen mit Jürgen Henninger und mit der Belegschaft kommt ein bisschen was ab. Und tolle Sache und zurück.